Julia, dein Trio gibt es seit 18 Jahren. Seit 18 Jahren, das ist eine riesig lange Zeit. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Angst. Die Zahlen. Ja, da merkt man, dass man älter wird. Ne? Ist aber nicht mehr in derselben Besetzung wie am Anfang, oder? Ja, das stimmt. Also wir haben 96 angefangen mit Marc Mühlbauer am Bass. Der ist auch immer noch dabei. Und Rainer Winch war am Schlagzeug am Anfang. Und der ist dann für die erste Produktion für Act mit der Rebecca Backen, dann gab es einen Tausch. Da ist Heinrich Körberling dazu gekommen. Auf der CD sind aber noch beide drauf. Ja, ich erinnere mich. Und du arbeitest auch gerne mit Gästen, so wie ich das gesehen habe. Es waren Sängerinnen, es war Anna Lovenjak, es war, wie du schon eben sagtest, Rebecca Backen, wunderbar. Morgen wird es ein ganz anderer sein. Erzähl mal. Ja, morgen ist Michael Schiefel dabei. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil Michael und ich, wir haben zusammen studiert. Wir haben im selben Jahrgang in Berlin angefangen und kennen uns also schon sehr lange und haben aber eigentlich nie so eine richtige, nie so ein richtiges Projekt miteinander gehabt. Und das ist sehr schön, dass wir das dann jetzt morgen mal ändern können. Er hat einen sehr eigenartigen musikalischen Humor. Ich weiß nicht, ob ihr Michael Schiefel kennt. Das ist, manchmal sind die Sachen so komisch, dass ich denke, nee, jetzt gibt's das. Und du hast deinen eigenen Humor. Wie geht das zusammen? Ich weiß es gar nicht so richtig, ob es da. Ich glaube, der passt irgendwie ganz gut zusammen. Weil ich kann auch schon immer drüber lächeln, was Michael macht. Aber in dem Fall gibt es ja die Musik so ein bisschen vor. Ne? Also man kann ja nicht alles machen mit jeder Musik. Und wenn man selber schreibt, dann kann man natürlich entscheiden, ob das jetzt humoristisch ist oder nicht oder was wie der Anteil ist. Aber wenn man Sachen interpretiert, dann muss man da schon ein bisschen anders mit umgehen. Dann hat man eine Vorgabe und darf die nicht veräppeln zum Beispiel. Man muss die ernst nehmen. Sollte man, ja. Wer macht denn die Vorgabe in diesem Fall? Kurt Weill. Super, toller Komponist. Ja, finde ich auch. Und einer, der wirklich sehr, sehr, sehr viel Material hat, geschrieben hat, wahnsinnig viel Musik geschrieben hat. Und wir haben aber einige Sachen rausgesucht, die niemand kennt, weil sie aus Musicals rausgeflogen sind. Das ist alles aus der amerikanischen, aus der New Yorker Zeit. Und da gab es natürlich, wie das immer so ist, wenn so ein Musical produziert wird, dann gibt es Veränderungen, zum Beispiel wird eine Rolle gestrichen oder es gibt einen anderen Schauspieler oder irgendjemand muss mehr gefeatured werden. Und dementsprechend sind auch ein paar Stücke dann rausgestrichen worden aus den Musicals. Und da, aus diesem Pool, haben wir uns Stücke rausgesucht, weil da gibt es ein paar ganz tolle. Das ist natürlich super, dass ihr den jetzt nochmal für das 21. Jahrhundert aktualisieren werdet. Wie kommst du zur Lyrik? Als Pianistin ist das ja nicht unbedingt normal. Ja, eigentlich ist es aus der Not geboren gewesen, weil ich damals, als ich für Rebecca Backen Musik schreiben wollte, weil das war so der ausschlaggebende, die Begegnung, die ausschlaggebend war für mich, weil ich sie habe singen hören und ich dachte, mit der Frau muss ich unbedingt arbeiten. Und dann wollte ich Musik schreiben und habe festgestellt, mit dem Texte schreiben, das funktioniert nicht ganz so gut. Und da habe ich dann einfach mir Gedichte gesucht. Und von da an ist das ein Thema geblieben bei mir, weil ich diese, also auf der einen Seite ist es toll, wenn man einen Startpunkt hat, also was, womit man da gibt es schon was. Ich muss nicht bei Null anfangen und das ist auch schön, aber ich kann also etwas versuchen umzusetzen, in Musik umzusetzen. Und und es ist eben auch sehr toll, was für Bilder entstehen können und welche Gefühle, wie sie beschrieben werden. Und das fasziniert mich bis heute. Manchmal geben die auch Rhythmen vor, sie geben, wie du sagst, Bilder vor und die ins Musikalische einzubringen, in deinen eigenen Rhythmus. Ist ja, geht das denn überhaupt? Also bei E.E. Cummings finde ich es extrem kompliziert, den Rhythmus. Na, das ist zum Beispiel, bei E.E. Cummings fand ich es in Anführungsstrichen einfach, also weil der Rhythmus sehr prägnant ist. Ist eben stark. So. Und wenn was stark da ist, dann kann man, muss man natürlich das ernst nehmen, aber es ist eben auch was da. Und das ist auch schon mal eine gute Vorgabe.
Und es ist eigentlich was, was schwieriger ist, wenn es so eine Art Fließtext ist. Das kann natürlich auch passieren. Oder wenn es zu gleichförmig ist, also wenn was zu klar in der Versform und immer gleich und immer den gleichen Rhythmus hat, dann ist es auch schwer, das umzusetzen, weil das in der Musik auch sehr schnell gleichförmig wirken kann. Also Eduard Mörike wirst du so schnell nicht vertonen, denn? Möglicherweise nicht. It was apple, apple, apple. It was apple, apple, apple jar. Once you reach out for that place.